Rapid hat am Donnerstagabend in der Europa League eine 1:3-Niederlage bei den Glasgow Rangers kassiert. Beim Debüt von Trainer Dietmar Kühbauer brachte Veton Berisha die Gäste zwar in Führung, 42. Doch postwendend glückte dem schottischen Rekordmeister der Ausgleich durch Alfredo Morelos, 43. Das 2:1 besorgte James Tavernier aus einem Foulelfer, 84. Den entstand erneut Morelos, 94. Die Stimmen zum Spiel: Dietmar Kühbauer, Rapid-Trainer: Stolz kann man bei einer Niederlage nie sein. Es war ein sehr zweikampfstarkes Spiel, in der ersten Hälfte haben wir da Präsenz gezeigt. Wir haben nichts zugelassen, gehen in Führung und kassieren dann leider schnell den Ausgleich. Das war der Game Changer. Denn wenn wir das 1:0 rüberbringen bis zur Pause, dann kriegen wir die zweite Luft und der Druck für die Schotten steigt. Bei den Rangers hat man gesehen, die haben nach der Pause die hohe Zweikampfpräsenz beibehalten, das ist uns nicht mehr so gelungen. Trotzdem haben wir wenig zugelassen, Mario Sonnleitner, Rapid-Innenverteidiger: In der ersten Halbzeit gehen wir in Führung, haben das Spiel gut kontrolliert. Wir wussten, dass sie in der zweiten Halbzeit mit viel Elan kommen werden. Es war dann wenig Entlastung da. Wir haben gewusst, dass die Rangers ein sehr intensives Spiel spielen. Aber wir haben sehr gut dagegen gehalten, bis zur 80. Minute war es in Ordnung. Alles in allem sind wir nicht zufrieden, aber hier werden noch andere Mannschaften verlieren. Stefan Schwab, Rapid-Kapitän: Das 1:1 zur Pause war angerichtet für uns. Dann hören wir zweite Halbzeit auf, Fußball zu spielen, lassen uns reindrangen. Sie haben das Tor erzwungen, wir hatten keine Entlastung mehr. Schade, in der 84. Das Tor zu bekommen, den Punkt hätten wir mitnehmen können. Steven Gerrard, Rangers-Trainer: Wir haben in der Gruppe einen guten Start hingelegt mit 4 Punkten nach 2 Spielen, aber wir müssen am Boden bleiben. Meine Spieler haben eine großartige Leistung abgeliefert. Rapid ist die bisher stärkste Mannschaft, gegen die wir in dieser Europacup-Saison gespielt haben. Das Rapid-Tor war nicht regulär, aber ich möchte nicht darüber reden, sondern nur darüber, wie gut meine Spieler waren. SK Rapid Wien, die Noten gegen Glasgow Rangers: Der SK Rapid Wien geht in Glasgow in Führung, muss aber durch späte Tore eine Niederlage hinnehmen. Fox benotet die Rapid-Spieler: Richard Strebinger, Note ist gleich 2, wie so oft in den letzten Wochen ein starker Rückhalt für Rapid. War bei hohen Bällen immer sicher und rettete in der 68. Minute gegen Ejera in Extremis. Bei den Gegentoren machtlos. Marvin Potzmann, Note ist gleich 5, hatte große Probleme auf seiner Seite. War mit Schuld am 1:1. Sein Stellungsfehler ermöglichte es Tavernier, ungehindert zu flanken. Ballverlust vor dem 1:3. Offensiv nicht vorhanden. Mario Sonnleitner, Note ist gleich 3,5. Der Routinier war vor allem in der zweiten Halbzeit ein Fels in Brandung. Bis zu der verflixten 83. Minute, als er gegen Morelos zu spät kam und den Elfer verschuldete. Mateo Barac, Note ist gleich 3, für den Kroaten war das Spiel bereits nach einer halben Stunde beendet. Er krachte bei einem Klärungsversuch mit Morelos zusammen und verließ das Feld blutüberströmt. Bis dahin eine solide Partie ohne Fehler. Mert Müldür, Note ist gleich 3, der erst 19-jährige Außenverteidiger machte seine Sache passabel. Profitierte auch davon, dass die Rangers häufig über die andere Seite kamen. Trat offensiv kaum in Erscheinung. Dejan Ljubicic, Note ist gleich 3,5. Die auffälligste Aktion des Youngsters war keine rühmliche, er vertändelte im Mittelfeld den Ball, was letztlich Sonnleitner in Bedrängnis brachte und zum Elfmeter für die Rangers führte. Ansonsten solide. Stefan Schwab, Note ist gleich 3, der Kapitän ging gewohnt voran und rieb sich im Mittelfeld auf. Konnte den Druck der Schotten in Hälfte 2 aber auch nicht eindämmen.
Andrei Ivan, Note ist gleich 3, seine Schnelligkeit wurde nur einmal wirklich eingesetzt, beim Führungstor, das der Rumäne mit einer Hereingabe vorbereitete. Die Abseitsposition, aus der er gestartet war, übersah das Schiedsrichterteam. Ging in der 58. für Alaa. Thomas Murk, Note ist gleich 2,5, sehr bemüht, ging mit hoher Intensität in die Zweikämpfe und steckte vor dem Führungstor schön auf Ivan durch. Tauchte in der zweiten Halbzeit aber unter. Veton Berisch A, Note ist gleich 2, wie immer mit starker kämpferischer Leistung, auch in der Rückwärtsbewegung. Zudem vorne eiskalt seine Chance zum Führungstreffer genutzt. In der 72. Minute für Bulim Gulli ausgewechselt. Andrija Pavlovic, Note ist gleich 3,5, konnte hin und wieder seinen Körper gut einsetzen, insgesamt aber von seinen Kollegen zu wenig gefüttert. Noch nicht wirklich ins Spiel der Hütteldorfer eingebunden. Christopher Dibon, Note ist gleich 3, kam nach einer halben Stunde für Baratsch und stand damit erstmals seit dem 1. Juni 2017 wieder für die Kampfmannschaft von Rapid auf dem Platz. Man merkte ihm die lange Verletzungspause kaum an. Deni Alaa, Note ist gleich 4, kam in der 58. Minute für Ivan in die Partie, blieb aber wirkungslos und konnte die Offensive nicht beleben. Werbung, Werbung.